Jo, Freunde, eine neue Woche beginnt und damit haben wir auch einen neuen Fortnite-Shop, natürlich. Ich hoffe, ihr kommt gut in die neue Woche rein, auch wenn es jetzt erstmal wieder Montag ist, aber ich glaube, die meisten von euch haben eh Online-Unterricht, also dürfte, glaube ich, relativ chillig bei den meisten sein. Auf jeden Fall zeige ich euch natürlich auch heute, wie jeden Tag, wieder den neuen Fortnite-Shop. Also, let's go, ich habe auch gerade in den Shop reingestreamt, deswegen habe ich den ganz kurz schon gesehen. Und zwar haben wir da als erstes die Kira, ich würde sagen, sie heißt Kira. Ist so ein bisschen Schwitzer-Skin, aber irgendwie finde ich den vom Outfit her ziemlich hässlich, also nicht so meins. Dazu die Hacke und der Gleiter. Ja, kein Must-Have. Also die würde ich mir nicht unbedingt holen. Dann als nächstes die Spielzeugsoldaten, die ja früher viel zu overpowered waren. Deswegen wurden die damals angepasst und seitdem gibt es hier diese braunen, hellbraunen Flecken drauf, weil die einfach, vor allen Dingen in der grünen Variante, waren diese Skins viel zu OP. Dafür gab es dann den roten Style und dann noch die Lackierung, die es auch in allen drei Varianten gibt, halt so aus Plastik. Design. So, dann geht's weiter mit diesem Hölle-Thema. Und zwar ist es einmal der Schwefeltyrann, die brennende Bestie, ziemlich heftiger Gleiter, die Dämonika mit ihren Flügeln. Dazu dann wahrscheinlich beide Hacken, oder? Ja, beide Hacken sind dabei. Diese Gitarre hier, das sein soll. Und dann die glühenden Glyphen. Und ich glaube noch ein Trail. Nee, der Trail. Gab es nicht dazu auch noch ein Trail? Ich glaube schon. Erstmal noch Hime für 2000 V-Bucks, Katzenkralle für 800 V-Bucks. Und oh, ich habe den übersprungen. Den Shogun, wie auch immer, für 2000 kostet der. Und der war tatsächlich das seltenste Item, glaube ich, heute. Ich schau mal ganz kurz nach. Das seltenste Item, ja, ist seit 131 Tagen nicht im Shop gewesen. Damit aktuell das seltenste, beziehungsweise hier die Hacke auch. Genauso selten, aber die beiden sind heute die seltensten Items, denn Power Cord war zuletzt, warte, ich schau mal ganz kurz nach, vor 50 Tagen zuletzt im Shop drin. Der Takita-Skin zuletzt vor 71 Tagen. Die Holoskin-Lackierung, eine sehr, 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 sehr geile Lackierung, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Zuletzt vor 28 Tagen drin, geschmeidige Moves. Vor 27 Tagen zuletzt drin, voll 80er, leider copyrighted, aber zuletzt vor 29 Tagen und dann auch der Komm schon. Ja, seit 26 Tagen nicht im Shop gewesen. Die ganzen Fußballsachen sind alle noch drin. Die werden jetzt auch anscheinend eine Woche drin bleiben. Es gab die, ich sag's mal, Geheiminformationen von Manchester City. Hier, die sind ja einer der Teams, sogar das erste Team. Die haben nämlich auf ihrem Twitter-Account getweetet, dass die Skins wohl jetzt eine Woche drin sein werden und danach nie wieder kommen. Ob das real ist, weiß man nicht. Aber das haben sie auf jeden Fall getweetet. Das werden wir dann spätestens in der Woche erfahren. Ansonsten die ganzen Emotes von gestern, die habe ich ja alle schon gezeigt, die sind alle auch immer noch drin, kann man sich alle immer noch holen. Oh, oh, ich muss mir den unbedingt noch kaufen. Oh, ich habe mir vorhin schon ein paar V-Bucks aufgeladen. Oh, ein Glück habe ich daran gedacht, ey, das wäre richtig sad gewesen, weil ich habe ja alle Emotes und den hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ey, das wäre es gewesen, wenn ich den jetzt nicht gekauft hätte, wenn ich den verpasst hätte, das wäre richtig sad gewesen. Also ja, die ganzen Emotes, ich kann auch hier einer zeigen, sind alle wieder drin. Oh mein Gott, ich hätte es fast vergessen, also Glück gehabt nochmal. Die Pakete sind auch alle noch drin, ja, alles wie gehabt da. Ja, Shop heute eher Flop, finde ich jetzt nicht so mega geil, deswegen eher ein Flop von mir. Falls euch heute irgendwas holt, tragt natürlich gerne den Creator-Code SNOXY ein, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Hier seht ihr noch den Gewinner von gestern, also Glückwunsch an dich. Und dann hören wir uns nachher wieder auf Twitch wahrscheinlich, ansonsten halt dann morgen zum nächsten Shop-Video. Bis dahin, macht es gut und rein. Tschüss.